Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind fit für die Zauberwürfe. Sie erinnern sich, wir haben in der letzten Sitzung die Zugmanöversammlung analysiert, haben wir die Analyse gemacht und da gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben es zwar angesprochen, aber vielleicht sollte ich da noch ein bisschen was Genaueres sagen. Und zwar haben wir ja die Zugmanöver mit unserem einfachen Modell beschrieben. Das Stichwort Modellbildungsprozess. Wir haben hier einen exemplarisch im Zauberwürfel einen Modellbildungsprozess durchlaufen. Und da haben wir sozusagen in der letzten Woche den letzten Schritt getan. Also Modellierung, Modellbildungskreislauf. Wir starten hier auf dieser Seite links unten, ja, in der realen Situation. Wir haben den Zauberwürfel, also zum Beispiel, wir merken, dass wir beim Zauberwürfel die Scheiben verdrehen können, führen Zugmanöver aus und vereinfachen zunächst, indem wir gesagt haben, wir schauen uns nur mal die Platzwechsel an, dieser Kubis. Ja, sind wir da oben schon bei einem realen Modell. In der Physik und in den anderen Naturwissenschaften wird ja auch immer modelliert, die Natur modelliert, Naturgesetze modelliert und da macht man es genauso. Denken Sie dran, beispielsweise den freien Fall, Galilei mit seinen Fallversuchen aus dem vom Schiffenturm von Pisa. Der hat natürlich von Anfang an auch eine Vereinfachung gemacht. Der hat nämlich vom Luftwiderstand abgesehen. Entsprechend seine Rollversuche an der schiefen Ebene hat er auch gemacht. Vereinfachung ohne Reibung. Das ist klar, dass das nicht mehr die Realität ganz genau beschreibt, aber es hat noch so viel mit der Realität zu tun, dass es doch in gewissen Grenzen eine sehr gute Näherung gibt und deswegen sagt man dazu reales Modell. Bei uns, wie gesagt, wir beschreiben zunächst nur die Platzwechsel der Kubizile. Also wir schauen uns nur die Platzwechsel an. Jetzt wollen wir diese Platzwechsel mit der Mathematik beschreiben. Wir gehen also hier über diese gedachte Grenze zwischen Realität und Mathematik, mathematisieren das Ganze mit unserem mathematischen Modell, das war das einfache Modell. Sie erinnern sich, wir haben den entsprechenden Kubizilen Hausnummern verpasst, den Eckkubizilen, den Kantenkubizilen und dann sind wir hier im mathematischen Modell. Wir fangen jetzt an gerade. Also die Hausaufgabe, die Sie auf heute aufgehabt haben, das ist das erste Mal, dass Sie in diesem mathematischen Modell mit Hilfe dieser Permutation, ja, mit denen wir die Platzwechsel der Kubis beschreiben, oder Sie können auch sagen, die Muster des Zauberwürfels beschreiben, oder Sie können auch sagen, die ausgeführten Zugmanöver beschreiben. Mit denen fangen wir heute an zu rechnen. Und dann kommen wir auf mathematische Lösungen. Und an der Stelle muss man immer schauen, ist das, was wir irgendwie hier auf dieser Mathematikseite betreiben, hat es noch irgendwie was mit der realen Situation, mit der Realität zu tun. Das ist der letzte Schritt, wo wir in der letzten Woche auch schon in der Zugmanöver gemerkt haben, wir prüfen dieses Modell oder diese mathematischen Lösungen an der Realität. So, da gibt es zwei Möglichkeiten, was hier vorkommen kann. Erstens, das, was hier berechnet wurde, stellt sich jetzt wieder die entsprechende Situation bei dem freien Fall von Galilei vor. Das, was der da berechnet hat mit seinen Fallgesetzen. Das stimmt mit der realen Situation überein. Hervorragend. Also wir haben eine Übereinstimmung. Sehr gut. Brauchen wir nichts weiter machen.
dann rechnen wir so lange mit unserem Modell. In den Naturwissenschaften rechnet man so lange, bis es vielleicht irgendwann nicht mehr stimmt. Und das ist der zweite Fall, wenn wir keine Übereinstimmung haben. Dann müssen wir wirklich was tun. Dann haben wir Arbeit. Oder diejenigen, die hier modelliert haben, dann haben die wirklich was zu tun. Ich mache hier mal zwei Kreuzchen hin. Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder die Abweichung von der Realität ist so gravierend, also das, was da vorhergesagt wird, ist so gravierend, dass man das ganze Modell, das man sich gemacht hat, irgendwie über Bord wirft und versucht, ein neues zu machen. Kommt in den Naturwissenschaften andauernd vor. Das ist eigentlich der normale Prozess, wie man Wissenschaft betreibt. Ja, da werden Modelle entworfen und meistens schon Jahre bevor sie von der Theorie, von der theoretischen Physik, Jahre bevor sie experimentell geprüft werden können. Und dann stellt sich entweder, dann überlegt sich irgendein Experimentalphysiker ein spezielles Experiment, um diese Theorie zu prüfen, und dann kann es vorkommen, dass es wirklich so gravierend abweicht, dass man sagt, naja, diese Theorie ist zwar vielleicht ganz schön vom Mathematischen her, aber die stimmt mit der Realität nicht überein. Wir müssen uns was Neues überlegen, was ganz Neues überlegen. Zweite Möglichkeit, naja, die Abweichung ist nur ein bisschen. Und man kann irgendwie das, was da nicht genau stimmt, irgendwie in sein altes Modell irgendwie einbauen und dieses alte Modell erweitern. So. Schreiben uns das auf, ein Sternchen. Erster Fall. Gravierende Abweichung unserer Mathematik, was die Mathematik sozusagen sagt, unseres Modells und der Realität. Neues Modell. Der zweite Fall ist das, worüber sich die sozusagen Naturwissenschaftler da eher Gedanken machen. Wie kann ich das, was jetzt noch nicht stimmt, in mein Modell einbauen? Heißt, die erweitern das bestehende Modell um Abweichungen, und zwar, dass sie sozusagen das neue Phänomen auch beschreiben können und natürlich die Phänomene, die das alte Modell bisher gut beschrieben hat, auch praktisch weiter beschreibt. In der Mathematik kennen Sie auch so etwas Ähnliches. Wenn man von einem Zahlenraum zum anderen Zahlenraum geht und man hat sozusagen Rechenoperationen in der einen Menge der Zahlen und geht in die entsprechend größere Menge der Zahlen, wenn man will die Rechenoperationen erweitern, dann hat man das Permanenzprinzip. Ja? Sie erinnern sich, sowas Ähnliches. Wir haben folgende Beobachtung gemacht letzte Woche bei unserer Zugmanöveranalyse. Wir hatten zwei Zugmanöver, wo wir gesehen haben, irgendwie, die Kubis sind alle noch an ihrem Platz, also an ihrem Heimplatz. Trotzdem ist irgendwas passiert. Denken Sie, erinnern Sie sich an das Zugmanöver Z8, das war das hier, und das Zugmanöver Z10. Und das war die Beobachtung bei der Zugmanöveranalyse. Und wenn wir es nochmal kurz beschreiben, was da passiert ist hier, bei Z8 sind offensichtlich zwei Kantenkubis verändert. Die sind zwar noch an ihrem Heimplatz,
aber die Miniflächen haben sich vertauscht. Das heißt, Sie sehen, hier oben haben wir die orangene Minifläche, die müsste eigentlich hier vorne sein. Und da, wo die orangene Minifläche ist, da ist jetzt die blaue Minifläche. Entsprechend das andere gegenüberliegende Kantenkubi genauso. Ja? Da haben Sie, das Rote müsste auf der Rückseite sein, die rote Minifläche, und blau ist auf der Rückseite jetzt. Also ich sag mal, Kantenkubis bei den Kantenkubis. Und wir hatten schon die Bezeichnung eingeführt, man spricht hier von einem Flip. Sie können auch sagen Kantenkubi-Flip, aber es ist eigentlich klar, kommt aus dem Englischen. Und bei dem Zugmanöver Z10, da haben wir Folgendes beobachtet. Ja, wenn wir vorne die beiden Eckkubis 5 und 6 anschauen, dann sind die zwar an ihrem Heimplatz, aber die sind verdreht. Sind irgendwie verdreht. Und wenn Sie genau hinschauen, also Sie schauen zum Beispiel genau so auf so ein Eck von dem Eckkubi mit der Nummer 6, genau in die Diagonale dieses kleinen Würfelchens, dann sehen Sie ja die Kanten dieses kleinen Würfelchens, die unterteilen sozusagen dieses Sechseck, was Sie da haben, in sozusagen drei Bereiche mit 120 Grad. Und dann stellen Sie fest, aha, das ist genau um 120 Grad, dieses Eckwürfelchen, um 120 Grad im Uhrzeigersinn verdreht, die Nummer 6. Also wenn Sie so in der Diagonale drauf schauen. Das gleiche machen Sie bei dem Eckkubi mit der Nummer 5. Das stellen Sie fest, aha, schauen Sie, die orange Fläche müsste hier vorne sein. Wir sprechen hier von einem Twist. Ja? So eine Verdrehung ist ein Twist, kommt auch wieder aus dem Englischen. Ein Eckkubi-Twist, wenn Sie genau das bezeichnen wollen. So, und wir wollen natürlich diese Sachen in unser Modell einbauen. Unsere Bezeichnung wird folgendermaßen sein. Beim Flip, da kommt ja immer nur sozusagen ein 180-Grad-Flip vor. Ja? Wenn wir das feststellen, haben wir keinen Platzwechsel. Wir haben es jetzt hier festgestellt bei den Kantenkubis 9 und 11. Das heißt, wir werden hier an der Stelle entsprechendes so kennzeichnen mit einem Pluszeichen über den entsprechenden Kantenkubis. Hier haben wir 9 und hier haben wir 11. Das wird unsere Bezeichnung sein. Das nehmen wir extra. So, und dann stellen Sie sofort fest, wenn Sie mal durch Ihre Zugmanöversammlung gehen, wo noch weitere entsprechende Flips auftauchen, dann können wir auf jeden Fall mal beobachten, dass die Flips immer paarweise auftreten. Sie können sich auch so merken, dass die Summe aller Flips, die Sie haben bei einem Zugmanöver, immer entsprechend vom Winkelmaß her 0 Grad ergibt. Bei den Twists machen wir das genauso. Schauen Sie, da haben wir aber mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie so nochmal diagonal auf den Würfel drauf schauen, habe ich Ihnen ja gesagt, diese Kanten, auf die Ecke dieses Kantenkubis mit der 6 drauf schauen, die Kanten teilen dieses Sechseck hier in 120 Grad Abschnitte. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, eine Drehung im Uhrzeigersinn um 120 Grad,
um 240 Grad, um 360 Grad, das sehen wir nicht. Und Sie können gegen den Uhrzeigersinn gehen, 120 Grad gegen den Uhrzeigersinn, 240 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Aber Sie wissen ja, 120 Grad gegen den Uhrzeigersinn ist genauso gut wie 240 Grad im Uhrzeigersinn. Ja? Also wir haben sozusagen zwei Möglichkeiten. Und wir notieren uns das hier. 120 Grad im Uhrzeigersinn. Für jeweils 120 Grad im Uhrzeigersinn kriegen die Kantenkubis ein Plus. Und für 120 Grad gegen den Uhrzeigersinn könnten wir jetzt zwei Pluszeichen vergeben. Aber in dem Falle vergeben wir ein Minus, weil Sie sehen, Plus und Minus ergibt wieder 0 Grad. Und das ist die Beobachtung, die Sie machen können, wenn Sie Ihre Zugmanöver-Sammlung durchsehen, wo Twists auftauchen. Die Summe aller Twists addiert sich immer entsprechend zu 0 bzw. 360 Grad. Wir fügen das gerade mal ein erstmal. Die E-Kubis ist immer mit blauer Farbe, da wollen wir uns dran halten. 5 und 6 und entsprechend vergeben wir den, der hier die 120 Grad im Uhrzeigersinn, ein Plus und der Minus. So, Beobachtung, die Summe ergibt 0 Grad bzw. 360 Grad dieser Twists. So, das nehmen wir jetzt einfach in unser Modell mit auf. Damit haben wir unser einfaches Modell um die Flips und um die Twists erweitert. Wir können das entsprechend sogar notieren in unserem einfachen Modell und können somit haben praktisch diese Beobachtung, die wir jetzt gemacht haben, die haben wir integriert. Wenn wir schon bei der Modellbildung sind, dann können wir ja im Rahmen unseres Zauberwürfels, ja Sie wissen ja, es gibt ja nicht bloß den 3 auf 3 auf 3 Würfel, sondern man hat ja bis, ja ich glaube, im Moment können Sie 7 auf 7 auf 7 Würfel erhalten. Ja? Und den kleineren Bruder von dem Zauberwürfel, das ist der 2 auf 2 auf 2 Würfel, der Pocket Cube. Und ich habe Ihnen hier mal entsprechend welche mitgebracht als Bild. Da oben haben Sie den 2 auf 2 auf 2 Würfel, das ist der Pocket Cube. Der kleine Bruder und Sie sehen, der besteht eigentlich im Grunde genommen, wenn Sie den mal in der Hand gehabt haben, besteht er nur aus Eckwürfelchen, aus Eckkubis. Ja? Dementsprechend haben wir es sehr einfach mit dem einfachen Modell. Wir haben nur unsere Eckwürfelchen, die wir entsprechend durchnummerieren, aber es können auch Twists auftreten. Das heißt, wir haben hier eine Erweiterung. Ja, ich mache den mal länger hier, den Pfeil. Warum so viel Platz? Zu wenig Platz. Also diese Verdrehung der Eckkubis. So, jetzt gehen wir weiter zum 3 auf 3 auf 3 Würfel, also zu unserem Zauberwürfel. Da sehen Sie, da erweitern wir das Modell, was wir beim Pocket Cube haben, um die Kantenkubis auf jeden Fall. Ja, wir haben ja nicht bloß Eckkubis, sondern wir haben auch diese Kantenkubis. Und wir haben jetzt gerade gesehen, wir müssen auch dieses Modell sozusagen, wenn wir die Twists schon drin haben von dem Pocket Cube, dann müssen wir das auch um die Flips der Kantenkubis erweitern.
Also die Twists haben wir schon von oben. Also das war unser Zauberwürfel bzw. der Rubik-Würfel. Rubik's Cube. So, und dann kommen wir zu den 4x4x4 Würfel. Wieder ein englischer Name, Revenge Cube. Vielleicht haben Sie den auch schon in der Hand gehabt. Und hier taucht natürlich entsprechend wieder was ganz Interessantes auf. Sie sehen, wir haben jetzt nicht bloß Eckkubis und Kantenkubis, sondern wir haben noch diese entsprechenden Mittelkubis. Ja, also diese hier, die so praktisch den Platz von dem Zentrumskubi da einnehmen. Wir haben diese Kantenkubis hier oben grün jetzt, und hier haben wir diese Mittelkubis. Wäre besser, wenn ich es in der anderen Farbe gehabt hätte. So, das heißt, wir haben wieder, von hier nach hier haben wir wieder eine Erweiterung. Mittelkubis. Das wären die hier, ja? Jetzt kann man sich natürlich gleich die Frage stellen, wie ist das, können die Mittelkubis auch verdreht werden? Klar können die verdreht werden, aber das sehen Sie nicht. Ja? Nur wenn Sie da noch ein kleines Zeichen reinmachen, dann können Sie die entsprechend noch verdrehen. Das ist übrigens bei dem Zentrumskubis hier oben vom Rubikwürfel genauso. Machen Sie da an irgendeiner Stelle, auf irgendeine sozusagen Seite dieser Minifläche, dieser Zentrumsminifläche, machen Sie ein Kennzeichen rein, dann haben Sie noch ein etwas schwierigeres Problem, das wieder entsprechend zu ordnen. So, dann